Statt dem Glutbrand. Ja. Oh ja, Cutscene. Schneller, schneller! Der Maskierte wird uns finden, Gaba. Ganz gleich, wie eilig wir ziehen. Wir müssen Urias warnen. Er weiß nicht, gegen wen er da kämpft. Dein Freund hat recht, kleiner Gaba. Ich finde euch. Und ich lösche euren erbärmlichen Orden aus. Mann für Mann. Ihr kommt dem Zirkel nicht noch einmal in die Quere. Aonir, schütze uns! Die Schattenklinge hat uns verraten. Ihr müsst zum Tempel zurückkehren. Verdammt! Nie hat man Zeit, etwas zu Ende zu bringen. Also gut, wir kehren zurück. Soll der Kaiser sich um die beiden kümmern? Ja, wir haben gerade gesehen... Keine Ahnung, wo es genau passiert ist. Ah, wahrscheinlich hier unten. Den Bereich können wir ja nicht betreten. Wäre wahrscheinlich am ehesten. Und das muss auf der Map sein, sonst wäre es ein bisschen komisch mit den Cutscenes. Das Spiel ist ein bisschen zu alt für sowas. Ja, der Maskierte, der uns in Breath of Winter so geholfen hat mit den Runensteinen, hat gerade eben den zweiten Orden des Erwachens ausgelöscht. Nachdem... Achso, das bin ich. Ich habe mich gerade schon über die Attribute verwundert. Nachdem in Order of Dawn Rohan, also der junge Rohan, den ersten ausgelöscht hat. Ja. Und man hat gesehen, der Maskierte hat Eiserne in den Krieg geschickt. Und hat vom Zirkel geredet und hat auch ziemlich böse Magie gewirkt, die, ja, Rohan seiner gleicht. Und ja, Rohan war auch da auf einem toten Dinosaurier. Also, es war Rohan, den man im Intro von Shadow of the Phoenix gesehen hat, wie er erweckt wurde. Gut. Wir müssen jetzt aber weiter nach Imperia. Wir wissen ja vor dem ganzen Schlamassel nichts. Wir haben jetzt einfach Glück gehabt, dass der Träger der Schattenklinge, also der zweite Runenkrieger aus Breath of Winter, von uns abgelenkt hat. Und hallo, Imperia. Eure Majestät, dieser Feind unterscheidet nicht zwischen Mann oder Frau, Katai oder Imperia. Er vernichtet alles Leben. Ihr müsst handeln. Schnickschnack, der Dschungel hat schon immer Unrat ausgespien. Ein paar Untote mehr oder weniger, wen schert das schon? Mein Volk, Majestät. Katai wird zu dieser Stunde belagert. Wir brauchen das Kaiserreich. Schickt wieder Truppen nach Süden, bemannt die Wacht, erinnert euch an den Schwur. Ihr wollt Unterstützung? Wo ist denn der vielgerühmte Mut der Katai? Sind die Kinder des Windes denn so schwach geworden, dass sie sich vor ein paar klappernden Skeletten fürchten? Ich sehe, ich verschwende hier meine Zeit. Lebt wohl, Kaiser. Irmir! Mein Kaiser! Botschafter Haran wird die Stadt wohl bald verlassen. Sorgt dafür, dass er nicht allzu weit kommt.
Eins noch, Irmir. Man berichtet mir, ein Runenkrieger habe die Onyx-Bucht befreit. Ja, die Hasim dort wurden komplett vernichtet, Herr. Ja, wir können ihn nun wohl nicht direkt hinrichten, oder? Nun, seht zu, dass er nicht in die Oberstadt kommt. Und gebt den hiesigen Meuchlern einen kleinen Hinweis. Je schneller er wieder verschwindet, desto mehr soll es mir wert sein. Wie ihr befehlt, Kaiser. Sehr gut, sehr gut. Der Maskierte wird zufrieden sein. Ja. Willkommen in Empyria. Da ist Kaiser Magnus. Arias mit seinem Bronzegiganten. Den hätte ich auch gerne. Das Teil sieht geil aus. Und ja, das Portal zum Dryadenhain ist hier. Gut. Quests. Im Schatten des Phönix. Ja. In den Palast in Empyria. Empyria, die goldene Stadt, ist die größte Stadt in den Landen von Xu. Nachdem ihr in die Stadt gekommen seid, müsst ihr nun die Frau unter dem Baum erreichen. Der Weg zu ihr führt durch den Garten des Palastes. Fragt die Leute von Empyria nach der Frau unter dem Baum. Ihr seid am Ziel und müsst ihr die Frau unter dem Baum finden. Befragt einen Bürger oder Wachmann von Empyria. Vielleicht kennt einer von ihnen den Aufenthaltsort dieses Wesens. Mhm. Oh, Urias hat uns doch gar nichts zu sagen. Okay. Stufe 30 Bluthunde, die sind auch nicht gerade ohne. Aber ja, die Stadtwache. Ihr kann sicher helfen. Aonirs Licht, guter Mann. Eine Frage. Ihr solltet hier besser mit dem Segen des Kaisers grüßen, Fremdling. Sein Licht überstrahlt das der Götter. Ihr meint, der Glanz seines Goldes. Ah, ich sehe, ihr versteht. Aber passt auf eure Zunge auf. Hier in Empyria ist man mit dem Henkersbeil schnell zur Hand. Empyria. Also bin ich endlich am Ziel. Sagt, gibt es hier ein Wesen, das man die Frau unter dem Baum nennt? So nennt man die Dryade der Lebensalbe. Sie lebt nicht hier in der Stadt. Aber oben im Palastgarten ist ein Portal, das zu ihrem Hain führt. Allerdings lässt der Kaiser dieses Portal gut bewachen. Man munkelt, er hätte ein Auge auf die Dryade geworfen. Wenn ihr versteht, was ich meine. Ich muss zu dieser Dryade. Gibt es einen Weg in den Palastgarten? Fremde haben keinen Zutritt zur Stadt. Euch bliebe nur der weniger gesetzestreue Weg. Ich verstehe. Am besten, ihr fragt Alia. Sie kennt sich mit so etwas aus. Ihr findet sie ein Stück nördlich von ihr. Okay. Gut, wir kommen in den Slums erstmal wahrscheinlich. Ja, sieht aus wie Slums. Mit abtrünnigen Apothekern. Empyria-Bürgern. Ja, man könnte eigentlich so sagen, so wie in Order of Dawn, Graufurt und in Breath of Winter, Tirganach, ist Empyria die Nexus-Stadt. Aber wenn Nexus immer so komische Bezeichnung ist, weil... Ja, es ist halt die Hauptstadt, wo wir immer wieder hin zurückkehren werden. Nicht für Quests, aber hauptsächlich für Handel und so. So wie wir ja oft nach Tirganach zurückgekehrt sind. Ich glaube, hier in
Shadow of the Phoenix ist es gar nicht mal so, dass wir oft wegen der Main-Quest zurück nach Imperia kommen. Ich glaube, wenn wir das mit der Dryade abgeschlossen haben, dann war es das eigentlich. Dann kommen wir nur noch wegen ein paar Nebenquests und für die Händler zurück. Und das lasse ich mir auch mal gern gefallen. Hier sind ganze neue Heldenruhen, die wir brauchen können. Ein neuer Schütze. Eine neue Heilerin. Und ich würde fast schon den Hexer bevorzugen. So. Gut. Dann kleiden wir die Leute mal ein. Du bist Schütze? Also kriegst du... Ja, kriegst du so eine. Ne, kriegst so einen. Eigentlich sollte ich dir wieder das Seelenschwert geben, ja. Du bist eine Armbrustschütze, okay. Das ist ja gut, dass wir den Drachenbann haben und ich verwechsel immer die Slots. Weil das ist die rechte Hand. Nee, das ist die linke Hand. Nicht die rechte. Das ist die rechte Hand. Also wir sehen hier wirklich den Charakter so, wie er ist. Wie auch immer. Ja. Panzer der Schattenklingen, das klingt auch gut. Und geschmeidige Kettenbeinlinge. Und so einer. Meisterding, Ring der Diebe und ein Einsiedlerring wahrscheinlich. Na, nehmen wir den hier. Nehmen wir den hier, so. Nächster Kamerad. Du hast große Schlagwaffen. Schwere Kriegskunst, große Schlagwaffen. Haben wir nur leider gerade keine zur Hand. Also kriegst du einfach die Magiekugel, so. Kriegst die Lichtseidenrobe. Kriegst die hässliche grüne Maske, kriegst den Weißmagierring und kriegst den Einsiedlerring. Du kriegst den Ring, kriegst dann... Nee, du kriegst so einen. Du kriegst auch einen Ring der Erzmagier, so. Du hast keine besondere Waffengattung, deswegen machen wir das so und so. Und die Robe des äußeren Zirkels natürlich. Und die Obsidianmaske. Ja, mehr was Besseres haben wir jetzt gerade nicht für euch auf Lager. Okay, hallo Alia. Mit dir sollten wir reden, hieß es. Ja. Sprecht mit Alia im nördlichen Teil des Armenviertels von Imperia. Ihr kommt nicht auf den gewöhnlichen Wegen in den Palast Gan Imperias, wo das Tor zum Dryadenhain steht. Sprecht mit der Diebin Alia im Norden des Armenviertels. Sie kennt vielleicht einen geheimen Weg in den Palast. Na sowas. Da spazieren mir doch glatt 100 Goldstücke in die Arme. Bei mir ist nichts zu holen, Alia. Langsam, Krieger. Eure Börse könnt ihr behalten, aber bei eurem Kopf bin ich mir nicht so sicher. Irgendjemand bietet viel Geld dafür. Nun, ich bin keine Menschenjägerin. Ich verdiene mein Geld mit ehrlichem Diebstahl. Vor mir habt ihr nichts zu befürchten. Was wollt ihr?
bin irgendwie lustig. Es sieht aus, als würde sie auch eine Schattenrüstung tragen wie wir.